Hey und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Marc und zusammen mit meinem Kollegen Max möchte ich euch heute in diesem Workshop zeigen, wie ihr mit einem Python-Programm und einer CNC-Fräse ganz einfach solche Lochbilder erstellen könnt. Wie ihr das genau gemacht habt und was es dabei zu beachten gibt, das zeigen wir euch wie immer nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Tag. In diesem Video wollen wir mit hoher Mathematik aus der 8. Klasse, Python und ein wenig Konstruktionskünsten ein Lochbild nach unseren Vorstellungen erstellen. Dabei fangen wir beim Programmieren mit Python an, erstellen eine SVG-Datei, die unser Bild enthält und diese fügen wir dann in Fusion 360 ein. Da erstellen wir aus der SVG-Datei, die ja eine Vektordatei ist, ein 3D-Objekt, welches wir dann fräsen können. Die SVG-Datei kann gegebenenfalls auch auf einem Lasercutter geschnitten werden oder mit dem Textilfolienschneider bearbeitet werden. Das wird in diesem Fall nicht gemacht, weil das Material leider zu dick und zu groß ist. Dann fangen wir mal an mit Python. Wir befinden uns hier in PyCharm. PyCharm ist eine IDE, um Python-Programme zu entwickeln. Auf der linken Seite sehen wir hier einmal das Python-Programm, mit dem ich die Lochkreise erstellt habe. Wir sehen hier unten das Bild, was ich in das Python-Programm reingegeben habe und hier drüber die SVG-Datei, die dann als Output herauskommt. Das Python-Programm ist recht simpel. Wir haben hier oben einmal zwei Bibliotheken, die wir hier importiert haben. Wenn ihr das zu Hause bei euch nachmachen wollt, müsst ihr die PyCharm-Umgebung euch runterladen und die Python-Packages hier einmal installieren. Das ist einmal OpenCV, das nutze ich, um das Bild einzulesen, und dann einmal Draw SVG, ist die 2.3.0, die ich hier benutze, gibt mittlerweile die 2.4.0, wird sich wahrscheinlich nicht groß einen Unterschied finden lassen. Genau. Diese beiden Bibliotheken habe ich hier importiert, dann mir eine Funktion geschrieben, da kommen wir später noch drauf, und in dem Teil if name gleich main fangen wir an mit dem Ausführen des Programms. Als erstes laden wir hier mit der OpenCV-Bibliothek das Bild, was hier ist, einmal rein und importieren das gleich als Graubild. Kommen wir später noch dazu. Dann geben wir das einmal aus, das machen wir gleich einmal. Legen hier die Dimension von unserem Bild fest, was wir dann am Ende raus haben wollen als Vektorprogramm. Das erstellen wir dann als dieses aus der Draw SVG als Grundfläche, geben hier Line Number Point Number 0 an und haben dann hier das eigentlich alles Entscheidende, diese zwei Vorschleifen. Um das jetzt zu erklären, führe ich einmal das Programm aus. Wir sehen, hier unten öffnet sich jetzt ein Fenster. Da wird einmal das Print-Befehl ausgeführt, den wir hier oben hatten, der uns das Bild ausgibt. Dieses Bild, was wir hier sehen, in seinen einzelnen Pixeln als Graubild importiert. Wir haben hier, steht ja PNG, 8-Bit-Color, das heißt, wir könnten auch Farben in diesem Bild haben. Da wir damit jetzt aber nichts anfangen wollen, sondern uns die Grauwerte in den Lochdurchmesser umrechnen wollen, importiere ich dieses Bild gleich als Graubild. Hier unten sehen wir jetzt einmal dieses gesamte Bild, natürlich hier mit Punkten abgekürzt, als Tabelle, mehr oder weniger als Computertabelle. Um zu gucken, was jetzt hier was ist, heißt 255, das heißt, wir haben den obersten linken Pixel. Wir sehen hier, ich scroll einmal in dem Bild nach ganz oben, die obersten drei linken Pixel in einer Reihe sind jeweils weiß. Die drei darunter, also wir haben hier oben ein Rechteck 3x3, was weiß es. Spannender wird es dann oben rechts, da sehen wir hier, wir haben den ersten Wert, der sich ändert und so weiter. Scrollen wir einmal oben rechts in die Ecke hier. Dann sehen wir, wir haben hier in diesem 3x3 Kreuz ist 66, was hier ist, ist der dunkelste Wert in diesem 3x3 Kreuz. Also sehen wir jetzt hier den Grauwert 66. Als 8-Bit-Wert repräsentiert. Genauso ist es hier unten mit 000, das ist dann wirklich das schwärzeste Schwarz, was wir haben.
Da sehen wir, das ist das Dunkelste. Wie rechnen wir uns das jetzt in die Lochdurchmesser um? Wir haben hier diese zwei Vorschleifen, also vor Line in Size Dir. Das heißt, Size Dir ist das Bild, was wir importiert haben, was hier diese grauen Stufen hat. Und vor Line heißt, wir haben hier für jedes Element in diesen rechteckigen oder für jedes rechteckige Klammerelement loopen wir uns einmal durch dieses Bild durch. Also für jede Zeile in dem Bild haben wir jetzt hier, würden wir jetzt hier was ausführen. Und für jeden Punkt in der Linie, also für jedes einzelne Element hier, jedes einzelne Element steht jetzt in dieser Point-Variable. Und diese Point-Variable müssen wir uns ja jetzt in einen Durchmesser umrechnen, also in einen Lochdurchmesser. Dafür gibt es die Funktion Point Size. Wir haben jetzt hier in dieser Funktion Point Size die obere Grenze und untere Grenze. Die obere Grenze heißt, wir haben den maximalen Bohrungsdurchmesser und die untere Grenze heißt den minimalen Bohrungsdurchmesser. Ich habe dabei schon berücksichtigt, dass ich das auf der Fräse fertigen möchte und keinen Werkzeugwechsel zwischendurch durchführen möchte. Das heißt, wir könnten als untere Grenze maximal den 6er oder den 6,1er Durchmesser angeben und als obere Grenze könnte man bis 13 gehen. Dann haben wir hier einmal den Bohrungsdurchmesser, den wir uns damit errechnen. Wir hatten mal in Mathe sowas wie lineare Funktionen. Irgendwo war y ist gleich mx plus n. Und wie berechnet man die Steigung? Genau. Wir machen Delta Y durch Delta X. Das ist dann M, unsere Steigung. Wir haben hier einmal im Programm Delta Y. Wir wollen ja eine fallende Funktion haben, weil die größeren Löcher der dunklere Wert, also der größere Wert dem kleineren Loch entsprechen soll. Also müssen wir eine negative Funktion haben, also minus 1. Delta Y, also 11 minus 7 durch Delta x. X ist hier unsere Variable. Das sind 255, also genau genommen 256 mal x plus n. N ist unsere obere Grenze, von der wollen wir dann hier mit dem x-Wert herabkommen oder runterkommen. Genau. Und dann geben wir aus dieser Point-Size-Funktion, return wir die Size, also den Bohrungsdurchmesser, als Float. Also es ist dann ein Wert mit Nachkommastellen. Und der wird hier in der Point Size, wieder Size of Point, heißt das jetzt anders, damit die Variablen nicht den gleichen Namen haben, wird er hier in dieser D.Draw, also D hatten wir hier als unsere Zeichenfläche festgelegt, da fügen wir hinzu, also Append, den Kreis, also DW aus der Bibliothek hier oben, DW, den Kreis und dann die X- und Y-Koordinate. Und der Radius ist natürlich wieder, ich habe jetzt den Durchmesser berechnet und wir halbieren das jetzt hier deswegen durch 2 als den Radius. Woher kommen die lustigen Werte? Ich muss ja den ersten X-Wert immer schon, den ersten Punktwert immer schon verschieben, damit der Punkt nicht direkt, wenn wir es gleich haben, genau. Damit der Punkt nicht direkt hier auf der Kante anfängt, muss ich den ja einmal schon um eine Reihe zur Seite verschieben. Das gleiche gilt halt natürlich für die obere Kante, dass ich halt von dieser Kante hier auch einen Abstand habe und nicht der Punkt direkt nur ein Viertel von dem Kreis ist. Dann füge ich hier meiner Point-Nummer, also das ist hier mein Integer, den zähle ich halt immer hoch. Und meine Line-Nummer ziehe ich hier halt auch mit hoch in diesen Vorschleifen jeweils, damit ich weiß, an welcher Stelle ich mich jetzt hier befinde. Und im Anschluss wird d.saveSVG, Kopf.svg, speichere ich mir jetzt diese, alles, was ich in diese Zeichenfläche, die ich mir hier oben erstellt habe, speichere ich mit d.saveSVG die gesamte Zeichenfläche mit allen Punkten ab. Ich kann auch ganz andere Funktionen, ich nutze jetzt hier Steuerung und die Klicktaste, kann ich auch ganz andere Funktionen nehmen. Ich nutze jetzt hier aktuell die Circle-Funktion, Rectangle Angle, ich kann ein Rechteck in einem Winkel einfügen, Text und alles weitere. Da gibt es eine wunderbare, wunderbare Dokumentation von denen. Da kann man hier einmal, genau.
die Dokumentation ist extrem gut und sehr aufschlussreich. Zum Beispiel hier Linien gibt es mit Beispielen. Linien, wie man sie zusammenfügt, wie man zum Beispiel auch hier mit Vorschleifen sich solche Zickzacklinien erstellen kann. Interessant ist zum Beispiel auch, wir können hier auch Fill None angeben, das heißt, wir haben dann nur die Außenkontur. Das ist natürlich, wenn wir das bei uns auf dem Lasercutter nutzen wollen, die SVG-Datei, sinnvoller gleich noch den Fill None anzugeben. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich das in Fusion dann direkt extrudieren will. Zum Beispiel hier mit der Ellipse gibt es dann den Radius um die X-Achse, Radius um die Y-Achse. Wer Interesse hätte, könnte das jetzt erweitern um ein RGB-Bild und dann die Ellipse entsprechend des Winkels der Farbe stehen lassen oder ähnliches. Genau, soweit so gut. Wir sehen jetzt hier, wir haben unser Bild, unsere SVG-Datei mit den Kreisen. Also wir können hier einmal in dem SVG-Code direkt gucken, wenn wir das wollen. Wir können aber auch hier uns die SVG-Datei direkt als Bilddatei anzeigen lassen. Ich komme jetzt hier nicht ganz rüber gescrollt und sehen dann halt hier, dass der Kopf, den wir hier drin abgebildet haben, genauso erhalten geblieben ist. Und jeweils spannend ist vielleicht der Augteil. Wir sehen jetzt hier, das ist dieses Kreuz, was wir hier unten genauso gesehen sehen, dass wir sagen, okay, wir haben hier die Pixel jeweils kleiner. Um das jetzt zu fräsen, wechseln wir dann einmal zu Fusion 360. Als erstes habe ich hier einmal die Fläche extrudiert. Die ist etwas größer als die hier im Fusion-Programm angegebenen 1100x550. Darauf habe ich dann einmal die SVG hier eingefügt. Das kann ich leider Gottes aufgrund von Fusion 360 jetzt nicht nochmal zeigen, weil das stürzt sonst sehr gerne ab, das Programm, wenn ich nebenbei noch aufnehme. Ich habe hier dann einmal über dieses Einfügen SVG die SVG-Datei eingefügt, entsprechend platziert und dann extrudiert die Datei. Dabei kann Fusion etwas ins Stottern kommen. Man muss da etwas Rücksicht haben. Dann habe ich noch das Bauteil an sich hier in zwei Körper geteilt, über die Funktionen hier teilen. Genau, Körper teilen. Weil die Platte halt 1,30 Meter mal 750 ist und unser Frästisch leider nur 700 mal 1 Meter groß ist. Dann habe ich hier die beiden Körper jeweils rübergeführt oder bin auf den Reiter fertigen gegangen. Sind wir jetzt hier im Reiter fertigen. Da habe ich dann einmal das Setup erstellt hier für den unteren Körper und dann einmal hier das Setup für den oberen Körper, also den oberen Teil vom Bild. Und dann jeweils hier mit den Operationen, wir können hier einmal auf Bohrfräsen bearbeiten gehen. Wir sehen hier, ich habe den 6er Fräser ausgewählt. Die Schnittdaten sind jetzt nicht ganz so spannend. Bei Geometrie habe ich den Bohrungsdurchmesser angegeben, also den minimalen und maximalen Bohrungsdurchmesser, nach dem er suchen soll. Dann einmal die Abarbeitung, der macht ansonsten ein sehr schön chaotisches System. Einmal hier von rechts nach, also der Y-Achse nach sortiert, die Durchgänge angepasst, also hier wir haben einen 4 Grad Rampenwinkel, mit dem wir einfahren, dass wir im Gleichlauf fräsen und die An- und Abfahrbewegung eingegeben. Dann die Phase, wir haben ja auch einen Senker, dabei kann ich nicht die Richtung auswählen und wir sehen hier, welches wunderschöne System er sich hier ausgesucht hat. Einmal die ganze Oberfläche ausgewählt und gesagt, die soll einmal alles angefasst werden. Und dann hier noch ein Konturjob, um am Ende die Platte, die ist etwas größer zugeschnitten, auf das exakte Maß zuzuschneiden und dann die Kanten entsprechend gerade zu haben. Um dann die Datei zum Fräsen zu exportieren, wähle ich hier einmal alle drei Teile aus und erstelle hier ein NC-Programm. Das muss ich dann abspeichern. Und kann das dann direkt so hier als MCR speichern. Wir sehen hier einmal das Makro, die Makro-Extension, den Namen eingegeben, den Speicherort ausgewählt und dann kann ich die Datei so in die Fräse laden. In der Fräse selbst, wenn wir das Programm geladen haben, müssen wir einmal den Nullpunkt einmessen. Der wird bei uns immer direkt auf die Vakuumplatte gelegt, also deswegen ist hier unser Ursprung oder Koordinatenursprung X-Richtung, Y-Richtung, Z.
X und Y tasten wir hier einmal oben die Kante an. Und Z wird bei uns immer direkt auf der Pappe, auf der Fräspappe dann eingemessen. Damit können wir mal garantieren, dass wir direkt, wenn wir Z minus 0,1 eingeben, dass wir nicht auf die Materialstärke angewiesen sind, sondern immer 0,1 mm in der Pappe fräsen. Nachdem das dann alles gemacht ist, müssen wir dann nur das Makro einlesen. Das hat hier in diesem Fall extrem lange gedauert. Dadurch, dass alles hier, jede Fräsbewegung, eine Spiralbewegung ist, wir können es hier sehen, ganz viele Spiralen, der hat halt jeden einzelnen Punkt von dieser Spirale, den er als Punkt einlesen muss. Und das dauert dann halt eine ganze Weile. Ich glaube, in diesem Fall war es eine halbe Stunde. Nachdem die dann rum war, konnte ich das Makro starten und anfangen zu fräsen. Das Fräsen selbst hat hier tatsächlich in dem Fall, wir sehen es hier unten, 2 Stunden 11 war die berechnete Fräszeit. Ich habe insgesamt 3,5 Stunden für eine Platte gebraucht. Und hier ebenfalls nochmal 3,5 Stunden Fräszeit für die obere Platte. Mit allem, mit Bohrfräsen, also die Löcher machen, dann die Phasen setzen und die Kontur ausschneiden. Dabei muss ich dann auch regelmäßig mal die Späne von der Platte entfernen, dadurch, dass das doch relativ viele waren und der Fräser sonst in sich selber reingefahren wäre oder in die Späne reingefahren wäre. Am Ende sehen wir hier das finale Endresultat. Die Löcher sind schön geworden, man kann das Bild erkennen. Natürlich auch nur, also hier in dem Fall jetzt nicht, weil der Untergrund relativ hell war. Sehen wir aber dann hier, wenn wir seitlich raufgucken, auch. Und am Ende dort, wo es eingebaut ist, kommt das auch sehr schön zum Vorschein. Wenn ihr das alles selber nachmachen wollt, könnt ihr hier einmal euch das Python-Programm abschreiben. Wir wollen das auch noch veröffentlichen als Exe oder ich werde es noch in meinem GitHub-Repository hochladen, sodass ihr euch das runterladen könnt und auf eure Bedürfnisse anpassen könnt. Ich hoffe, der Workshop hat euch ein wenig Inspiration gegeben und Anregungen, was ihr damit alles machen könnt. Als Beispiel könntet ihr diese Datei auch bei uns auf dem Lasercutter natürlich dann in kleiner ausschneiden oder auch Folie aus unserem Plotter, aus dem Roland ausschneiden und die dann auf Fensterscheiben kleben oder ähnliches, um euer eigenes Motiv dort zu verewigen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und klickt die Glocke, um keins unserer Videos mehr zu verpassen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Oder kommt vorbei zum Open App Day, jeden Mittwoch von 9 bis 19 Uhr. Bis dahin, ciao!